eben nicht Robin Hood. Das ist, ja, das war immer mein Held. Und ich glaube, ich war auch zum Fasching mal als Robin Hood verkleidet. Da war ich so 4 oder 5. Ja, aber ansonsten, außer die Filme oder so, hatte ich keinen Berührungspunkt. Ja, natürlich, also das war ja letztes Jahr die große Weltpremiere und da spricht sich natürlich unter Kollegen rum, dass da in Fulda jetzt eine große Weltpremiere stattfindet und viele meiner Kollegen, die haben ja da auch mitgespielt und waren da und ich habe es da aber nicht geschafft, hinzugehen, mir das anzuschauen. Und jetzt im Sommer wollte ich hin, aber ich habe selber so viel gespielt. Ja, und dann kam es und dann habe ich gesagt, ja, jetzt ergreift die Chance, warum erst gucken, gleich mitmachen. Ich will dir mal was sagen, Scarlett. Wenn du dich immer so auf... Also ich finde diese Version eigentlich sehr gut. Die kommen ja aus verschiedenen Hause. Also Will Scarlett ist ja ein ganz, ganz einfacher Mann. Und Robin von Locksley ist ja Adel. Und sie treffen sich dann aber auf derselben Augenhöhe, dann als sie beide eben sozusagen ja, vom König dann eben, wie sagt man, geächtet worden sind. Und da werden sie zu Freunden. Will Scarlett hat ja vorher schon Berührungspunkte mit Robin Hood gehabt, aber er hat ihn ja nie wahrgenommen. Und das sagt er ihm ja auch im ersten Akt. Er sagt, wir kennen uns, aber ich war ja schon vorher nicht so interessant. Und das ändert sich aber in dem Stück und das finde ich ganz schön, weil die dann wirklich auf Augenhöhe und da dann auch Freunde werden. Ne? Sind 5 Grad sein, das nimmt uns doch keiner krumm. Ich glaube, da ich ja wusste, dass wir innerhalb kürzester Zeit schon auf die Bühne gehen und so, war so, ich habe einen sehr großen Anspruch an mich und will natürlich auch, dass alles reibungslos klappt und deswegen war für mich auch der Druck sehr hoch, den ich mir auch selber gestellt habe, um einfach mich in das Gefüge, was ja schon besteht, da mich so innerhalb kürzester Zeit einzufügen, dass wir reibungslos auf der Bühne dann unsere Preview und Generalprobe machen können und das habe ich geschafft. Am Anfang war ich natürlich, ist ja klar, wenn du da ankommst und dann musikalisch und szenisch und tänzerisch und ich bin ja jetzt nicht der große Tänzer. Also das war schon für mich da auch eine Konzentrationssache, um da das innerhalb dieser kurzen Zeit so umzusetzen, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mich gut eingefügt und der Rest kommt ja eh durch das Spiel, ne? Das ist ja ganz klar. Aber ja, das war sehr sportlich und das war eine tolle Herausforderung für mich, das hatte ich noch nie, innerhalb von 2 Tagen. Aber ja, wie man sieht, wenn man will und ich habe natürlich eine ganz tolle Unterstützung bekommen von all meinen Kollegen und von Spotlights, die haben mich da wirklich mit durchgetragen und haben ein sicheres Gefühl gegeben und das ist natürlich sehr wichtig. Daher hat das dann auch so schnell geklappt. So schnell nicht rum, denn mit etwas Alkohol. Also ich bin ja jetzt erstmal hier für Hamen und alles andere ist zukunftsfähig. Komm, wir lassen 5 Grad. Ehrlich gesagt, war ich heute zum ersten Mal. Wir spielen ja erst seit einer Woche. Ah, ja. Und durch die Probenzeit und so, also ich hatte kaum Energie und auch kaum Platz. Und ich bin da nur durchgelaufen. Aber heute zum ersten Mal habe ich mal so eine große Runde gedreht, habe mir alles angeschaut. Und es hat mir sehr gut gefallen. Also Hamel hat eine wunderschöne Innenstadt. Und der Weihnachtsmarkt ist echt süß. Also echt toll. Gefällt mir sehr gut. Ja. Freiheit für Nottingham. Es tut sich eben sehr viel und ich finde es wichtig, dass es viele Produktionsfirmen gibt, die sehr viele neue Sachen auf die Bühne stellen. Natürlich die Staatstheater, klar, aber ich finde das eine gute Entwicklung. Und gerade Spotlight hat sich ja in den letzten Jahren sowas von etabliert und macht ja immer wieder neue Stücke. Da gibt es ja noch andere Firmen, die sich jetzt so auf den Markt hocharbeiten und das finde ich gut, weil das belebt den Markt und es passieren immer neue interessante Sachen und dadurch wird es natürlich für uns Künstler nie langweilig. Das stimmt. Es lebe
damals alles gemacht. Genau. Deswegen. Und sogar noch auf der Bühne gestanden. Genau. Und da muss ich ehrlich sagen, das war mir zu viel. Ja. Weil während meines Auftritts, ich komme von der Bühne, wurde ich gefragt, Sachen, wo ich sage, ich bin gerade als Künstler hier und nicht als Produzent, das war schon sehr anstrengend. Also deswegen, so in dieser Form würde ich das nicht machen. Ich würde natürlich das aufteilen, aber auch das ist eine Sache, es hat sich jetzt nicht so ergeben, es war mal so ein Stück im Gespräch, das könnte eventuell was werden. Da würde ich aber auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, weil wenn das einer alleine macht, ist schon krass. Und dann noch auf der Bühne performen, das war eine Nummer. Für dieses Konzert war es super. Ja. Und ich hatte ja ganz tolle Leute auch, die auch das Stück kannten und kennen. Daher musste ich mich nicht um alles, aber es ist schon krass. Also was hinter den Kulissen abläuft, als Künstler sieht man das meistens gar nicht so, weil man geht auf die Bühne, spielt. Aber was da für ein Rattenschwanz dahinter, wenn da Sachen nicht so laufen oder wenn das was geregelt werden muss, das ist schon krass. Ja, woher auch? Das ist ja aber auch nicht das Ziel. Ja. Das Ziel ist es für den Zuschauer, er soll reingehen, er soll 2 oder 3 Stunden sich zurücklehnen und genießen. Und was für eine Hektik hinter der Bühne ist, das sollte er, das ist ja nicht, ne? Genau. Sondern das Stück an sich, darum geht es ja auch. So. Deswegen ist das auch ganz gut, dass nur die Insider wissen, was hinter den Kulissen abläuft, wie sowas zusammengestellt wird, was da alles dranhängt, um überhaupt sowas auf die Beine zu stellen.